Es ist wieder soweit. Wir sind bei unserer Besser-Esser-Challenge. Flo war wieder verzweifelt einkaufen auf der ganzen Welt, um das Produkt zu finden, wo er sagt, so, jetzt habe ich dem Lege es endlich gezeigt. Das kann er wirklich gar nicht. Es wird wieder irgendeine Sache sein, die aus irgendeinem Snackregal kommt, wo ich einen mittelschweren Anfall bekomme, weil es wieder total surreal ist, es überhaupt herzustellen. Oh, Alter. Ich sag mal so, ich dachte mal, ich zieh mal ein paar private Klamotten an. Hast du ein Problem damit? Du siehst so aus wie so ein behaarter Nacktmolch. Ich bin abtrainiert. Abtrainiert, genau. Das soll hier gar nicht um mich gehen. Da ist jetzt ein Rollbraten drin, oder was? Schön lecker Pudelrollbraten muss ich jetzt machen. Meine Damen und Herren. Boah. Ach, ey, Schnüre machen. Oh. Welcher Geschmack ist denn das? Du Böser, du! Du Böser! Hallo, hör auf! Du Böser. Hör auf. Nicht mit Lebensmitteln spielen. Nein, auf gar keinen Fall. Und bei den Schnüren ist schon das Krasse, dass sie eine richtig glatte Oberfläche haben. Mhm. Viel Spaß! Jetzt haben wir mal Waldmeister-Aroma. Waldmeister-Aroma. Gelatine. Ich mach's mir schlau. Eine große Arzneispritze. Weil dann sprühe ich die einfach ins kalte Wasser. Dann brauche ich Eis. Crash-Eis. Oh, jetzt geht der. Da gibt er mir echt einen Kuli, der nicht mehr schreibt. Ist das dein Ernst? Kommt ein neuer geflogen. Crash. Eis. Ich mach da immer so lange Dinger von. Waldmeister, grüne Farbe. Zitronensäure müsste ich eigentlich auch noch da haben. Dann bin ich schon fast fertig. Ja. Oh Gott, bitte, ehrlich. Wie weit sind wir? Auf alle Fälle weiß ich eins. Du hast ab sofort eine neue Fan-Community. Ja, ich habe aber leider Termin nicht so viel zu tun. Ich schaff's nicht, ich zu euren Treffen schon, zu kommen. Ich sehe dich schon in der Blue Oyster Bar, mein Freund. Ja, das schaffe ich leider nicht. Ah, Anschlusstermine. Du schön in der Blue Oyster Bar. Alles klar. Aber wir können dich ja noch mal so ein bisschen, vielleicht um dein Brust-Tattoo so ein bisschen schöner zu machen. Ne? Ja. Hättest du da jetzt so Dreads so vorne, weißt du? Guck mal. Ja, das ist doch wunderbar. Das siehst so aus. Das ist doch toll. Als ob du gerade in so einem veralteten Teich geschwommen bist. Ein alter weiser Mann. Weiser und... Ein alter, weiser, weißer Mann, sagte mal, hier fehlt so ein Tattoo nicht mit Lebensmitteln spielen. Hier fehlt so ein Tattoo auf dem Arm, so ein Herz mit so einem Pfeil durch. Lege. Schreibe ich dir rein. Schreibe ich dir rein. Doch, komm her. Wie viel gibst du mir, wenn ich mir das jetzt tätowieren lasse? Das wäre mir auf alle Fälle mehr als 1000 Euro wert. Ja, mir nicht. Gut, dann gehe ich mal einkaufen. Oh Gott, Ellie, das wird immer schlimmer mit dem. Ach, herrlich. Aber die Schnüre finde ich cool. Das kriege ich hin. Sag mal, ihr Lieben, habt ihr denn für den Flo einen Tipp, in welchem Fetischclub er sich wirklich wohlfühlen könnte? Warst du wirklich so einkaufen? Ja, klar, ist ja die Challenge und dann habe ich das an, was ich anhab. Ohne Jacke? Ja, tschüss, ja, mein Gott. Das ist was, ich bin ein harter Hund. Wir haben Stärke. So was geht auch nur in Berlin, glaube ich, oder? Wir haben Gelatine und Waldmeister. Ein Traum. Bitte, ey, das wird langsam drüber. Hau ab jetzt, einfach geh! Ja, was mache ich? Ich muss irgendwie gucken, dass ich das alles so ein bisschen vorkonditioniere. Plan habe ich nicht wirklich. Das ist so die Grundflüssigkeit, Waldmeister-Sirup. Da ist ja schon relativ viel Zucker drin. Aber ich brauche noch mehr Zucker und ich brauche noch viel, viel mehr Waldmeister. Das reicht nicht. Dann habe ich hier Gelatine. Die weiche ich ein bisschen vor. Obwohl das eine Instant-Gelatine ist, weiche ich die ein bisschen vor. Oh. Genau, so ein bisschen hier los. So, dann lassen wir die schon mal ein bisschen quellen. Das ist schon mal ganz gut. Tierische Gelatine wird aus dem Spalt von Tieren gewonnen. Das liegt zwischen Haut und dem mageren Fleisch. Das ist eine dünne Schicht und daraus gewinnt man die Gelatine. So, jetzt brauche ich ganz viel Zucker, weil der Zucker gibt mir ja Stabilität. So, ein bisschen Zitronensäure. Nur ganz, 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 das reicht schon. So, meine Jellymasse hier schon vor. Davon gebe ich jetzt ein bisschen was rein. Dann Stärke. Ich glaube, ich habe jetzt schon Brei gekocht. Und es ist noch nicht mal heiß. Ich verrühre es erstmal so. Es sieht auf alle Fälle schon mal sehr homogen aus. Wenn ich das vegan machen müsste, dann würde ich das mit Agar-Agar machen. Normalerweise macht man solche Sachen im Stärkebett, weil das kann man immer wieder verwenden und man ist mit den Formen variabel.
da das jetzt so dünn und filigran ist, glaube ich nicht, dass das im Stärkebett hergestellt wird. Dass man das eher in eine kalte Flüssigkeit gibt und dann wird es nur noch aufgerollt. Ich brauche auf alle Fälle noch mehr von dem Sirup, weil ich muss so viel davon testen, bis ich die richtige Schnürenkonsistenz erreicht habe. Jetzt mache ich mir ein Gefäß, damit das sofort erkaltet. Also hier ziehe ich die Masse auf, drücke sie dann in das kalte Wasser, es erhärtet. Schon habe ich diese lange Schnur. Hier habe ich noch mehr Waldmeister-Sirup. So, das müsste jetzt reichen eigentlich. Also die Farbe kommt auf alle Fälle schon mal hin. So, jetzt ein bisschen. Hier ist Crash Eis. So, also. Das sieht gar nicht so schlecht aus. So, auch von der jetzigen Bindung schon. Ich traue mich nicht, das so richtig heiß zu machen. Ich habe Angst, dass ich so viel Stärke reingehauen habe, dass ich gleich einen Betonklotz da habe. So. Theoretisch können wir jetzt schon den ersten Versuch machen. Ansonsten müssen wir gleich mit ein bisschen Wasser nachjustieren. Das muss jetzt zumindest einmal aufkochen. So, können wir mal auf Power. Ich kann auch ein bisschen mehr grüne Farbe da reinmachen. So, ein bisschen mehr Farbe. Aber jetzt sind wir giftgrün, oder? Es qualmt auch schon, aber ich weiß nicht, warum das... Spinnt der Herd oder muss ich einfach mal hier rüber gehen? Ich gehe mal hier rüber. Irgendwie habe ich das Gefühl, der will nicht so richtig, der Kollege. Komm, du bist raus. Ich mag dich einfach nicht mehr. Der war irgendwie schneller hier. So, und es fängt auch gleich schon an zu kochen hier. So, jetzt wird es richtig schön dick durch die Stärke. Bin echt mal gespannt, ob ich da echt so eine Schnur rausbekomme, ne? Oh, meine Arme! So, es kocht. Die sieht eigentlich sehr, sehr gut aus, so, die Masse. Also, ich bin ganz guter Dinge. Wir machen mal einen Test hier. Das wird nix. Da gibt's keine Schnur raus. Was das soll das sein hier? Das löst sich ja wieder auf. Ach, Leute. Oh, ich krieg einen Föhn. Das war nix hier. Das war ein Satz mit X. Ja, die Schnüre finde ich cool. Das krieg ich hin. Aber warum geliert das nicht? Da muss mehr Gelatine rein. Die Masse sieht eigentlich sehr gut aus. Dann nehmen wir noch mal den Rest hier und knallen den einfach mit dazu. Komisch eigentlich, ne? Ja, ich wundere mich schon. Noch mehr von der glibbrigen Masse rein. Aber ich glaube, auch das wird nicht reichen. So, das haben wir jetzt wieder einmal aufgekocht. Dann noch ein bisschen mehr Stärke rein. Weil da ist ja auch ohne Ende Zucker drin. Ne? Der Zucker gibt Stabilität, die Gelatine gibt Stabilität, die Stärke. Und dann hat es nicht gehalten. Das ist echt eine Katastrophe. Ich hau jetzt einfach mal Stärke hier rein. Ansonsten bin ich gleich ratlos. Oh, jetzt habe ich da Klümpchen. Ich hätte die vorher aufweichen sollen, ne? Aber okay. Ach, Leute. Ich habe echt gedacht, das ist einfach. Es zieht sofort an, aber es zieht nicht an. Ah. Boah, was eine Schleimmasse, ne? Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt habe ich mir die Masse versaut. Ich hätte die Stärke nicht reinkippen dürfen. Aber so weiß ich zumindest, wie viel ich brauche und kann nochmal von vorne anfangen. Ja, die Schnüre finde ich cool. Das kriege ich hin. Gib da mal Eiswürfel drauf. Ach ja. Dann weiß ich zumindest, wie es geliert. Ist immer noch so flüssig. Ne, ist verwässert. Also auf alle Fälle geht's so nicht. Ach, okay. Dann kippen wir jetzt mal was aufs Backblech. Und dann wissen wir, wie die Richtung geht. Vielleicht auch im Stärkebett einfach raufspritzen. Probieren wir das mal aus. Also erstmal nur Versuch. Und wenn wir dann wissen, wie es funktioniert, dann setzen wir nochmal von vorne an. Weil das sieht gar nicht so schlecht aus hier. So, das packe ich kurz in den Kühlschrank, kalt werden lassen, aufräumen, neuen Ansatz. Und dann machen wir die Schnüre hier fertig. Sieht nämlich gar nicht so schlecht aus. Also viel mehr Gelatine, viel Zucker, Glukosesirup, wir rühren alles zusammen. Und dann nochmal ein Stärkebett. So, fertig. So, Schnüre. Boah, ey, das ist auch wieder so ein Ding, ne? Alles diese Glibberkacke, ne? Das hasse ich wirklich bis aufs Letzte. Gummibärchen, Schlümpfe und... Ja, die Schnüre finde ich cool. Das kriege ich hin. Das sieht jetzt bestimmt jetzt schon wieder scheiße aus. Oh Gott, ey. Ist beim Reinmachen schon gleich wieder zerstört. Aber ja, es ist schnürig, ne? Es ist schnürig. Es ist aber nicht so fest. Es ist viel zu glibberig. Das heißt, ich muss noch ein bisschen nachjustieren. Aber mein Gott, es sind Schnüre. Sie sind grün. Sie schmecken nach Waldmeister. Das würde für so eine solide Punktebasis schon mal reichen. Ja, diese Glibberkacke ist nicht meine Welt, sag ich ganz ehrlich. So, ich mache mir hier jetzt erstmal ein Stärkebett. Das Mio-Eis hat das verwässert und das war total die dumme Idee von mir. Hier habe ich noch ein bisschen Stärke. Also, ich bin halt nicht so der Feinfiligran, das merkt man auch hier wieder. Ich bin eher der Grobmotoriker.
ziehe ich mir hier einfach so eine Rille rein. Dann sind die nämlich schön in Stärke eingebettet, die Schnüre. Dann können die schön austrocknen. Erstmal machen wir uns gleich eine neue Masse. Glukosesirup mache ich noch dazu. Ja, Stärkezucker, Stärke, wichtig. So. Ja, ich glaube, der Glukosesirup sorgt noch viel mehr diese Chewiness und noch mehr, viel mehr Stabilität. So, ich versaue nicht gleich wieder alles von vornherein. So, jetzt habe ich auch die Gelatine nicht vorgeweicht, sondern einfach nur reingemacht. In der Hoffnung, dass das jetzt eine schöne runde Kiste wird. Leck mich doch am Arsch, ist das ein ekliges Scheißzeug, ne? Kannst du doch nur verwenden, wenn du Vater und Mutter erschlagen hast, ehrlich. So, ein bisschen Zucker haben wir noch dazu. So, jetzt hoffen wir mal, dass das, was wir uns hier zusammengerührt haben, besser funktioniert. Es sieht verboten grün aus. Es ist auf alle Fälle schon mal glatt. Das ist schon mal gut. Habe ich hier noch grüne Farbe? Habe ich hier noch. Komm, wir machen es ein bisschen grüner. Zack, zack, zack. Ein Farbspiel. Ja, ich bin halt immer bei so Sachen, ne? Das macht mich immer latent aggressiv, wenn ich das nicht hinkriege, ne? So habe ich echt eine kurze Zündschnur, das macht mich total fuchsig. Dann jetzt rein damit. Es sieht, finde ich, ganz, ganz gut aus, oder? So. Ups. Ja, lassen wir die mal auskühlen, ne? Kurzer Break, abkühlen, Schnüre rein, weil, ey, eine weitere Idee habe ich wirklich nicht, ne? Ja, aber die Schnüre finde ich cool, das kriege ich hin. Das ist ja auch total normal in der Produktentwicklung, da muss man testen, testen, testen. Funktioniert nicht alles sofort, aber bei meiner Gewinnbilanz wissen wir ja, ich habe bis jetzt alles hinbekommen. Ich hoffe, die sind was geworden. Ich habe sie vorhin noch mal rausgeholt, damit die so ein bisschen trocknen. Meine Schnürchen! Oh, der ist schon mal gerissen, das ist nicht so gut. Der sieht sehr gut aus. Der auch, die sind nicht so gleichmäßig, aber ich finde das gar nicht schlimm. So, jetzt pinsel ich die gleich ab. Aber die sehen gut aus, vor allen Dingen, ich meine, die halten. Yo, hier! Haha! Geil! Die sind auf alle Fälle schön chewy, ne? Kann man auch sehen, die haben Spannung. So. So, dann haben wir da die Stärke runtergepinselt. Ich öl die dann leicht, dann glänzen die ja schön, wie das Original. Der Flohwürfel sagt, nein, die haben nicht den Durchmesser. Die sind überhaupt nicht so. Dann kann ich meine Peitsche nicht verbauen. Die kleine Fetischmaus. Jahresabo um KitKat Club, aber hier einen auf Sensorika spielen, ne? Aber das ist hier echt cool. Ich finde, die sind echt gut geworden. Sie sind grün, schmeckt nach Waldmeister. Okay, jetzt packen wir die hier rüber. Hier habe ich ein bisschen Öl, damit öle ich die ein bisschen ab. Dann glänzen die schön. So, jetzt habe ich die ein bisschen abgeglänzt hier. So, ich meine, hallo? Optisch sind die doch nicht schlecht. Da sind sie, meine grünen Schnüre. Ja, ich glaube, Flo hat angerufen, ich muss ihn jetzt rauskaufen. Aus dem Fetischladen. Ich glaube, der hat da wieder irgendwelche Sachen in Anspruch genommen, die er nicht bezahlen kann. Ich hole ihn ab und dann kann er verkosten. Hm? Darum geht's. Die sind schon echt. Die sind schon. Ist das grüne Bohnen oder was? Ja, ich weiß. Die sind jetzt nicht so schnürig, wie man denkt, aber die Konsistenz ist ganz gut. Ich habe die noch nicht probiert. Guck mal. Oh ja, der Geschmack ist super. Weißt du, Sebastian, das Schöne ist ja... Ich muss mal so einen Original probieren. Ja, mach mal. Hast du ja scheinbar nicht wirklich gemacht, oder? Nee, habe ich auch nicht irgendwie... ich weiß auch nicht, wer... Wie immer, zuerst das Original. Mh, leckerer Apfelgeschmack. Echt Apfelgeschmack, ne? Was hast du genommen? Waldmeister. Ich finde aber... Immer dieser künstliche Apfelgeschmack, so schmeckt kein Apfel. Ach, cool, ne? Das stimmt. Die sind ähnlich elastisch, muss man sagen. Das hätte ich nicht gedacht, dass du das so hinbekommst, aber die sind von der Konsistenz eher bei Gummibärchen. Ja. Also, die sind relativ weich, die sind ja relativ hart. Farbe, okay. Ja, okay.
Naja, naja. Also ich finde, die Farbe ist nicht getroffen. Das sage ich dir ganz ehrlich. Da bin ich auch nicht mit zufrieden. Das Aroma habe ich auch nicht rausgeschmeckt. Aber die Schnüre finde ich cool. Das kriege ich hin. Ich finde, die Challenge habe ich nicht gewonnen. Okay, dann hast du ja meinen Job beendet. Ja, also, das ich ja, bin damit muss ich eigentlich auch hier sitzen? Oder? Nee. Eigentlich nicht, ne? Ich brauche dich sowieso nicht. Du hast ja eine relativ gute Selbsteinschätzung. Oder ist das eigentlich nur dein Schutz davor, dass ich dich jetzt hier runterreiße? Nee, ich bin damit nicht zufrieden. Weil mich nervt das, dass ich Apfelaroma nicht rausgeschmeckt habe. Weil normalerweise diese Kuh. Also auf jeden Fall Waldmeister. Ja, für alle Fälle. Das Ding ist aber, die sind vegan. Und du? Ich hab Gelatine verwendet. Ja, da schmeckt man ja auch mal eben so raus, ob da Gelatine drin ist oder nicht. Da kann man mal merken, ehrlich, was du für ein Spinner bist. Aber dafür, dass da auch ganz viel Stärke drin ist, liegt das nicht so arg auf der Zunge. Weil deine liegen schon. Boah, die legen sich halt schon richtig auf die Zunge. Widerlich, so Zeugs. Bah. Mm. Ich kann das nicht essen. Das ist ja echtes Apfelaroma, was hier drin ist. Und wenn man das nicht erschmeckt, dann muss man einfach so hart sein und sagen... Ich habe die Challenge nicht bestanden. Challenge? Ist auch so. Finde ich, komme ich voll und ganz mit zurecht. Ah! Bei so einem Produkt, da möchte ich auch gar nicht gewinnen. Weil ich finde es nicht gut. Also. Dann würde ich sagen, für heute Challenge verloren. Ja. Sag mal, jetzt mal ganz im Ernst, ne? Wir sind auf Instagram. Wir machen Shorts, wir machen Reels. Wir sind auf allen Kanälen voll Dampf dabei. Man findet uns auf allen Plattformen irgendwo. Genau, und falls überall ihr noch mehr Videos sehen wollt, einfach hier und abonnieren. Mensch. Aber ich habe noch eine Idee. In welchem Kostüm soll er bei der nächsten Challenge auflaufen? Mach doch mal ein paar Vorschläge. Ja, ich weiß nicht. Oder noch mal eine andere Frage. Soll ich vielleicht mal wieder was ganz Normales anziehen? Das wäre ja auch mal wieder eine Idee.